Wie frustrierend! Das Kind lernt zu Hause und der ganze Stoff sitzt. Sobald aber in der Schule die Arbeitsblätter ausgeteilt werden, ist alles wie weggeblasen und das Wissen nicht mehr abrufbar. Woran liegt das? Es kann viele Gründe haben. Es kann sein, dass zum Beispiel eine konkrete Situation in der Vergangenheit dafür verantwortlich ist. Oder es waren mehrere kleine, die über den Laufe der Zeit zu dieser Blockade geführt haben. Manchmal ist auch nur ein einziges Gefühl dafür verantwortlich und manchmal sind es mehrere. So wie zum Beispiel beim jüngeren Sohn von Doris. Der 11-Jährige hat reihenweise schlechte Noten nach Hause gebracht und war komplett frustriert. Zusammen haben wir geschaut, was da los ist. Mit Hilfe seiner Vorstellungskraft hat er herausgefunden, dass das Wissen nicht durch seine Hand aufs Papier fließen kann, weil er in seiner Hand, in seiner Schreibhand, einen braunen Klumpen sitzen hatte. Im Kopf hatte er dazu noch einen schwarzen Würfel, der ihm am klaren Denken gehindert hat. Und im Bauch war ein ganz schlechtes Gefühl, das er als Krickelkrackel wahrgenommen hat. Was haben wir gemacht? Du musst dir das so vorstellen, dieser braune Klumpen zum Beispiel, der ist real, der ist wirklich für ihn da, deswegen muss dieser Klumpen weg. Und alles, was wir an Negativen finden und rausschmeißen, wird mit etwas Positivem ersetzt. Und wenn ich sage rausschmeißen, dann hört sich das so banal an. Tatsächlich ist es aber auch so. Denn mit Hilfe seiner Vorstellungskraft hat dieser 11-Jährige den Würfel, das Krickelkrakel und auch noch den Klumpen in der Hand einfach rausgeworfen und mit Positivem ersetzt. Nämlich mit Sicherheit und mit Selbstbewusstsein. Wir haben dann geschaut, was noch nötig ist. Und in seinem Buchstabenzimmer war ganz klar, das muss mal ordentlich aufgeräumt werden. Und dann haben wir noch ein Zahlenzimmer vorbeigeschaut. Das hatte ein Loch und das haben wir repariert. Ich lese mal eben vor, was die Lehrerin unter seine Mathearbeit geschrieben hat, die danach kam. Eine ganz tolle Arbeit, mach weiter so, 2-. Kurz darauf gab es eine Deutscharbeit und da hat die Lehrerin drunter geschrieben, ich gratuliere dir zu deinem Erfolg, du hast die zweitbeste Arbeit geschrieben. Das zeigt doch, dass du ein gutes Wissen in Deutsch hast. Weiter so, liebe Grüße. Was für eine schöne Rückmeldung für ihn. Da das Thema damit erledigt war, konnten wir uns in der zweiten Sitzung seinem anderen Wunsch widmen. Er wollte gerne die Angst verlieren, vor der Klasse zu sprechen. Für ihn war nämlich aufgerufen zu werden oder ein Referat zu halten ganz schlimm. Auch diesem Thema haben wir uns auf die MeinTV Art und Weise gewidmet und er ist es losgeworden. Gerade vor kurzem habe ich dazu nochmal eine neue Rückmeldung von seiner Mutter bekommen. Mein Sohn hatte einen Vortrag in Chemie und dafür eine 1 bekommen. Es war eine Hausaufgabe und er hatte es nicht vorbereitet, dass er zum Vortrag nach vorne muss. Er fühlte sich vor der Klasse wohl. Übrigens, tatsächlich waren weder Doris noch ihr Sohn jemals bei mir in der Praxis. Was einfach daran liegt, dass die beiden ziemlich weit weg wohnen und wir online gearbeitet haben. Also auch das ist möglich. Wenn du den Eindruck hast, dass dein Kind sich manchmal selber im Weg steht oder im entscheidenden Moment eine Blockade hat bzw. sein Potenzial nicht entfalten kann, dann lass uns zusammen mit deinem Kind schauen, woran das liegt. Denn vieles lässt sich lösen.